Mein Name ist Max von Thun und ich lese euch heute aus dem wunderbaren und berührenden und pädagogisch wertvollen Buch, das die Zeltschule herausgebracht hat. Nicht alle Superhelden tragen einen Umhang. Unsere haben oft nicht einmal Schuhe. Die Geschichte der Jumana vor. Jumana Jumana ist zwölf Jahre alt und besucht unsere Kamelschule. Ihre beiden Eltern waren zu Hause in Syrien Ärzte, ihr Vater in einer großen Klinik in Aleppo und ihre Mutter hatte eine kleine Kinderarztpraxis. Als die ersten Bomben in Aleppo fielen, war Jumana fünf Jahre alt und war gerade in die Schule gekommen. Schon nach wenigen Wochen wurde es zu gefährlich, zur Schule zu gehen, denn nicht nur konnte man auf dem Weg dorthin getroffen werden, sondern Schulen und Krankenhäuser waren auch die Hauptziele der Bomben. Warum? fragst du dich jetzt wahrscheinlich, was haben denn Schulen und Krankenhäuser mit Krieg zu tun? Natürlich nichts, da hast du völlig recht. Aber der Krieg in Syrien ist ein Bürgerkrieg, das heißt die Menschen in Syrien kämpfen gegen ihre eigene Regierung und die Regierung kämpft gegen ihre Bürger. Was brauchen Bürger am dringendsten? Krankenhäuser, Schulen und Lebensmittelgeschäfte. Und deswegen beschloss die syrische Regierung, dass sie den Bürgern am meisten schaden kann, wenn sie Krankenhäuser, Schulen und Lebensmittelgeschäfte bombardiert. Das ist genauso schrecklich, wie es klingt. Die Menschen haben Tag und Nacht Angst, bei einem Bombenangriff zu sterben. Aber selbst wenn ihr Haus nicht getroffen wird, dann haben sie Angst, keine Lebensmittel mehr kaufen zu können oder nicht mehr ins Krankenhaus gehen zu können, wenn sie verletzt oder krank sind. Es ist furchtbar. Nach wenigen Wochen wurde Jumanas Schule getroffen. Gott sei Dank in der Nacht, als niemand dort war. Für Jumana war Schule damit erst einmal vorbei. Nur vier Monate war sie in der ersten Klasse. Im Krankenhaus ihres Vaters flohen viele Ärzte, weil sie wussten, dass das Krankenhaus sicher bald zum Ziel würde. Aber Jumanas Vater wollte nicht weggehen. Wir sind Ärzte, sagte er zu seiner Frau. Wir können die Menschen doch nicht einfach im Stich lassen. Solange das Krankenhaus steht, werde ich auch Leute dort behandeln. Immer länger blieb Jumanas Vater weg. Manchmal arbeitete er zwei Tage und zwei Nächte durch, schlief dann nur ein paar Stunden auf dem Krankenhausboden und arbeitete dann weiter. Die halbe Stadt lag in Schutt und Asche. Überall gab es Verletzte, aber kaum noch Ärzte. Jumanas Mama schloss ihre Praxis und half auch im Krankenhaus. Jumana verbrachte ihre Tage mit der Oma im Keller, weil der Keller bei Bombenangriffen der sicherste Ort ist. Alle ihre Spielsachen hatte Jumanas Mutter nach unten getragen, auch Kissen, einen Schlafsack, Fladenbrote und Wasser. Jumana hatte im Fotoalbum ihrer Eltern Fotos gesehen, wie die beiden zum Camping im Oman waren, noch bevor Jumana zur Welt kam. Ihre Eltern saßen da auf dem Boden eines Zeltes mit ihrem Abendessen, Büchern und einer Taschenlampe. Daran erinnerte Jumana ihre Zeit im Keller mit ihrer Oma. Nur, dass bei Papa und Mama im Oman wohl nicht dauernd der Lärm der Kampfflugzeuge zu hören war. Eines Morgens kam Mama ganz früh nach Hause. Es war noch dunkel draußen. Auf ihrem Rock waren lauter Blutflecken. Sie weckte Jumana und die Oma und sagte, sie müssten weg. Jetzt sofort. Das Krankenhaus war in der Nacht bombardiert worden. Es war völlig zerstört. Jumana fragte nicht nach ihrem Vater. Mir erzählte sie später, sie habe es einfach gewusst. Sie hat gewusst, dass ihr Papa tot ist, obwohl sie nicht weiß, woher der Gesichtsausdruck ihrer Mutter, das Blut an ihrem Rock, dass sie so plötzlich fliehen. Drei Wochen später kamen Jumana, ihre Mutter und ihre Großmutter im Libanon. Auch dort konnte Jumana nicht zur Schule gehen, denn in dem Camp gab es, wie in den meisten, keine Schule. Für Jumana war das ganz schrecklich, denn sie möchte unbedingt Ärztin werden und weiß, dass man dafür ganz viel lernen und gute Noten haben muss. Aber wie soll das gehen ohne Schule? Erst als sie neun Jahre alt war, zog ihre Familie ins Kamelcamp und Jumana besucht seitdem unsere Kamelschule. Sie lernt sehr fleißig und schreibt immer gute Noten. Ich bin sicher, dass ihr Papa sehr stolz auf sie ist. Und ich bin auch sicher, dass sie eines Tages eine großartige Ärztin wird. Hoffentlich in einer Zeit und an einem Ort, an dem Krankenhäuser sicher sind. Und jetzt möchte ich euch noch vorlesen, was die Eule dazu zu sagen hat. Wenn du nicht weißt, was ein Bürgerkrieg ist, bist du in guter Gesellschaft. Die Erwachsenen wissen das nämlich auch nicht so genau. Sogar wenn du im Lexikon nachsiehst, ist die Erklärung dort sehr vage. Fest steht, dass ein Bürgerkrieg immer ein Krieg ausschließlich im eigenen Land ist. Das heißt, es führen nicht zwei Staaten gegeneinander Krieg. Sicher hast du im Fernsehen oder in der Zeitung schon viel vom Krieg in der Ukraine gehört. Das ist kein Bürgerkrieg, denn die Ukraine wurde von einem anderen Land. Russland angegriffen. In einem Bürgerkrieg kämpfen aber verschiedene Gruppen innerhalb eines Landes. Das kann zum Beispiel das Volk gegen die Regierung sein, das können unterschiedliche politische Parteien sein oder das Militär, das versucht, die Macht zu ergreifen. Es gibt viele verschiedene Arten von Bürgerkrieg und diese Form von Krieg ist meistens viel komplizierter und schwieriger zu verstehen als der Krieg zwischen zwei Ländern. In Syrien kämpfen Teile des Volkes und Teile des Militärs gegen die Regierung. Die Regierung hat Unterstützung vom anderen Teil des Militärs und aus Russland und dem Iran. Zwei Länder, deren Führer mit dem Führer Syriens befreundet sind und aus eigenen Interessen wollen, dass er an der Macht bleibt. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich dieses Buch selber besorgen und damit die wichtige und großartige Arbeit der Zeltschule weiterhin unterstützen. Ich wünsche allen eine friedliche und besinnliche Weihnachtszeit und vielleicht auch die Erkenntnis, wie gut es uns hier eigentlich geht, obwohl wir gar nichts dafür können und wie viele Menschen da draußen gerade leiden und schreckliche Schicksale erleben. In diesem Sinne, Friede, frohe Weihnachten.